Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung. Wir haben im Hintergrund, wie ihr seht, eine Straße. Das lässt sich bedingt nicht ändern. Deswegen Entschuldigung für die Geräusche der vorbeifahrenden Autos. Das geht jetzt gerade leider nicht anders. Wir können auch nicht warten, dass die weg sind, weil die Straße ist recht stark gefahren. Ja, was machen wir hier? Warum sind wir hier? Und warum müssen wir diese Straße im Hintergrund haben? Ja, was ihr jetzt noch nicht seht, ich stehe fast genau drauf, noch ein Stückchen rechts von mir. Hier ist eine physikalische Unmöglichkeit vor Ort. Und zwar genau genommen eine physikalische Unmöglichkeit in dem Sinne, dass Gegenstände bergauf rollen. Die Gruppe der physikalischen Unmöglichkeiten, das werdet ihr in den Theorievideos sehen, hat eigentlich nur zwei grobe Parts. Das sind die bergauf rollenden Gegenstände und Gravitationsanomalien wie der Oregon Vortex, aber dazu, wie gesagt, mehr in der Theorie. Und einer hat uns den Tipp gegeben, dass wir hier eine finden. Und wir haben dabei gesucht, weil die bergauf rollenden Gegenstände hier sind so auf 3 bis 5 Meter ungefähr beschränkt. Man muss also wirklich schon sehr lokal sein. Den Ort dürfen wir euch nicht verraten, das haben wir versprochen. Aber wir möchten euch das gerne zeigen. Und wir vermuten sehr stark, dass es sich dabei hier nicht wirklich um ein Phänomen handelt, sondern wie das sehr oft ist, eine Illusion. Also höchstwahrscheinlich wird es eine optische Täuschung sein. Thermik können wir ausschließen. Von der Temperatur her passt das nicht. Und magnetische Einflüsse werden wir auch ausschließen können. Deswegen, wir schauen einfach mal, was wir hier finden und ja, das zeigen wir euch. So, ich zeige euch mal die besagte Straße. Da fängt sie an und ihr seht, hier führt sie bergauf. So, wir haben schon ein bisschen getestet. Wie gesagt, es ist nicht sehr weit. Ungefähr hier beginnt und dann etwa 3, 4 Schritte in die Richtung. Sagen wir mal, ungefähr bis hierhin ist die Sache, dass wir die optische Täuschung haben. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn es hier bergauf geht, auch wenn es noch sehr, sehr seicht ist. Und deswegen müssten die Sachen logischerweise, wenn ich sie hinlege, in die Richtung rollen. Aber sie rollen halt in die andere Richtung. Ich zeige euch das jetzt zuerst mit diesem Ball. Der ist sehr leicht, das ist so ein Schaumstoffball. Der hat zu wenig Eigengewicht und bekommt daher auch nicht genügend Energie für die Bewegung, selbst wenn ich anstoße. Ungefähr hier beginnt, seht ihr, selbst wenn ich in die Richtung schubse, sein Eigengewicht reicht nicht. Ich müsste ihn immer wieder anschubsen. Er bleibt irgendwann stehen, aber auch in die andere Richtung ist das so. Wie gesagt, bei dem Ball klappt es nicht, der hat zu wenig Eigengewicht. Eine Wasserflasche hingegen dürfte klappen, die hat deutlich mehr Gewicht. Es ist jetzt, wie gesagt, kein steiler Anstieg, daher reicht es auch nicht, es nur hinzulegen. Es braucht einen gewissen Eigenmoment. Ich gebe der Flasche jetzt. Ihr seht, hier ist noch nicht genügend. Aber wenn sie jetzt weiter in die Richtung geht, ohne dass sie jetzt weiter anschubst, rollt sie. Obwohl ihr seht, sie hätte eigentlich schon längst stehen bleiben müssen. Na, wie weit geht's? Mal gucken. Ja, und hier würde ich sagen, lassen wir sie auch, weil da geht es optisch auf jeden Fall bergab. Flasche klappt es, machen wir mal den gegensätzlichen Test. Das heißt, wenn es ja in die Richtung bergauf rollt, mal sehen, was passiert, wenn ich den Gegenmoment in eine andere Richtung gebe. Und ihr seht, sie bewegt sich trotzdem in die Richtung, obwohl ich die Energie in die andere Richtung geleitet habe. Der letzte Test, den wir machen können, ist ganz einfach. Wasser folgt natürlich auch der Gravitation. Immer mal, in welche Richtung es fließt. Ja, wie man sieht, Abschüsse sind in die Richtung hauptsächlich, aber auch in die Richtung. Das heißt, wir haben eine Neigung. Ich gehe mal ein bisschen drauf. Wie ihr seht, wir haben da eine Neigung. Und dadurch, dass das 45 Grad Gefälle hat, also nicht von der Höhe, sondern vom Winkel, haben wir höchstwahrscheinlich die Illusion, als wenn sich die Sachen tatsächlich bergauf rollen
weil sie in einer Richtung abschüssig sind. Anders ausgedrückt, es geht zwar da in diese Richtung bergauf, aber gleichzeitig in diese Richtung bergab und dadurch hat es, weil etwas das gerade rollt für eine Flasche und nicht für den Ball, den Anschein, als würde es in die Richtung rollen, weil der Momentum in die Richtung gleichzeitig mitzieht. Am besten können wir das dann gleich testen, indem wir unsere Wasserwaage vom Stativ verwenden. So, wie ihr seht, das ist die Stelle, wo wir das Wasser ausgeschüttet haben. Und das Stativ, das hat Wagen, Wasserwagen. Und daran können wir eigentlich tatsächlich sehen, es ist eine optische Täuschung. So, hier seht ihr die Wasserwaage. Wie ihr seht, das Bläschen ist links. Und ich müsste die Kamera ein ganzes Stück kippen, damit sich das Bläschen Waage bewegt. Vom Boden ist es jetzt nicht viel, 2 cm. Und auch bei der anderen Wasserwaage seht ihr, die Luftblase zeigt sozusagen zu der Straße hinter uns und zu der Richtung, wo es bergauf läuft. Was halt so heißt, es geht tatsächlich in diese Richtung bergab und nicht bergauf, wie es wirklich so aussieht. Und ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis dieser optischen Täuschung. Ja, und das war heute ein sehr, sehr kurzes Video. Liegt halt daran, wir haben ziemlich genau vermutet, dass es sich um eine optische Täuschung handelt. Wir wussten daher genau, was uns erwartet, wo es uns erwartet, was wir zu tun haben. Es ist nicht wie bei den, sagen wir, Untersuchungen von Geisterphänomen, wo wir nicht erwarten können, was passiert, weil es halt abhängig von Faktoren ist, die noch schlecht erforscht sind. Hier wussten wir genau, was zu tun ist und deswegen gibt es auch diesmal keine Nachbesprechung. Es gibt hier nichts besonders zu analysieren. Wir haben eindeutig gesehen, es sieht optisch so aus, als ging es bergauf. Der Ball, der war zu leicht, der hat kein eigenes Momentum bekommen, um hochzurollen. Die Flasche dann aber schon. Auch das Wasser konnte man gut erkennen, floss bergauf sozusagen. Aber wie gesagt, es ist nur dieser kleine Abschnitt von, ich würde jetzt mal sagen, 3, maximal 5 Metern, je nachdem, wo man halt wirklich genau schaut. Und wie wir mit der Wasserwaage beweisen konnten, ist das wirklich eine optische Täuschung. Die Wasserwaagen haben eindeutig gezeigt, es geht an der Stelle wirklich bergab und nicht bergauf. Das Wasser fließt halt in tatsächlich bergab, auch wenn es so aussieht, als würde es bergauf gehen. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Vielleicht finden wir mal die ein oder andere Anomalie, die wir erfrischen können. Einen haben wir noch im Petto, aber da müssen wir noch ein bisschen Recherchen anstellen. Und wie immer würde ich mich über einen Like freuen. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.